damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Mit Fisch. Heute mit Paul Ripke. Ah! Ich kann sie fassen. Und Wildkaterin Chiara. Dennis auch mit am Start. Liebe Freunde, auch heute geht es um die Habt ihr Bock, hier mal zu sitzen wie Chiara? Dann bewerbt euch doch bitte in den Kommentaren und schreibt mal rein, was ihr mit 700 Euro machen würdet. Was macht ihr damit? Was würdet ihr damit tun, Dennis? Was willst du damit machen vielleicht? Die vielleicht mal irgendwas kaufen, neuen goldene Zähne vielleicht. Genau, Paul, du hast uns eben im Off erklärt, dass du dir heute einen goldenen Zahn machen lässt. Genau, das hier ist eine Krone. Und ab heute Nachmittag, deswegen lispel ich auch ein bisschen. Ah, ist auch meine Ausrede. Ab heute Nachmittag ist es ein Goldzahn. Aber jetzt für immer oder einfach nur? 3 bis 5 Monate. Und wie, einfach so oder ist? Fand ich lustig. Ah, also ich weiß nicht, wie gut die. Also ist eine gute Entscheidung. Kannst du uns ein Foto davon schicken? Ja. Dann bauen wir es jetzt ein. Ah, sieht gut aus. Ja. Finde ich auch gut. Der Brilli da drauf sieht super aus. Chiara, du bist aus Köln, eine Wildcarderin. Und mehr zu dir gibt es später. Bevor wir starten, gibt es natürlich von mir eine ganz kurze Aufforderung. Daumen nach oben, mach das mal eben. Genau, danke. Und unter der letzten Folge Korrekt oder weg mit Rainer Kallmund gab es folgendes. Drecksau, ich das auf der Lucio. Drecksack. Drecksack, ich hab dich im Auge, du. Da gab es einen Kommentar und zwar von nur ein Fuchs 1543. Ich finde, den Stars sollte ein bisschen mehr Druck gemacht werden, was den Shot angeht. Bei ihm wurde das ja gar nicht einmal probiert. Ja, Rainer Kallmund hat den Shot nicht probiert. Dafür nochmal. Boah! Echt Leverkusen. Also, du als Promi heute musst du trinken. Ich trinke. Ne? Und du auch als Promi musst auch trinken. Ja. Du bist auch prominent. Und warum? Kennen wir gleich. Ah, ja. Was ist denn da drin? Ich will es nicht wissen. Gallenflüssigkeit. Genau. Los geht's! Die Sängerin Loreen gewann den diesjährigen Eurovision Song Contest bereits zum zweiten Mal. Für welches Land trat sie an? Sweden! Welchen Platz belegte der deutsche Beitrag von Lord of the Lost? Letzter. 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 Wie oft gewann Schweden den ESC insgesamt? 7-mal oder 9-mal? 7-mal. Wie oft hat Loreen nochmal den ESC gewonnen? Gar nicht. Zweimal! Ja, klar! Ja. Hä, dieses Jahr und jetzt davor und damals? Ich hab das nicht so verfolgt, ich sag's wie es ist, ne? Und ich trinke das jetzt. Ich Euphoria! Together we can race all time! Das war ganz okay, sag ich wie es ist, ne? Ist das so? Findest du das gut? Nee, aber war nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, okay, ja, klar. Manche Leute kotzen davon, manche lieben es. Ist natürlich wie unser Content, ne? Das ist ja genau das Gleiche. Ja. Du bist 30 Jahre jung, kommst aus Köln. Sag mal den Stadtteil nochmal. Ehrenfeld. Ja, super. Ist ein guter Stadtteil, da gibt es viel Döner. Und ich habe eben gesagt, du bist ein Promi, so ein Halbpromi. Ein Halbpromi. Mal Kandidatin bei. Wer? Stiehlt? Nein, wer steht dabei? Wer steht mir die Show? Wer steht mir die Show mit Joko Winterscheid? Da warst du mal Wildcarderin. Dafür gibt's einen Applaus. In welcher italienischen Stadt spielt William Shakespeares Romeo und Julia? Chiara! Verona. Verona ist komplett richtig. Anscheinend mein Beruf, dass ich jetzt nur noch Wildcarder bin. Ja, ist ja auch ein toller Beruf. Verdient zwar kein Geld, aber man kann eklige Sachen trinken. Super. Wie nennt man die Fabelwesen, die obenrum Mensch und untenrum Pferd sind? Zyklop. Boah, schwierig. Zentauren. Ich bin auch untenrum Pferd. Ey. Echt. Danke, Schwabe. Echt. Echt. Ich sperre mich! Lecker, lecker, lecker. Hast du eine Smartwatch an? Ich habe einen Schrittzähler. Okay, alles klar. Wie viele Schritte hast du gemacht heute? Sekunde. Wollt ihr mich sponsern? Dann schreibt's gerne rein. Und? Und er zählt auch als Schritt. Das ist ein praktisches Gerät. 3.333. Was hast du denn gemacht heute Morgen schon? Ja. Ich bin ein paar Runden gelaufen als Pferd, macht man das manchmal, man läuft ein bisschen über den Platz. Also galoppiert? Ich bin galoppiert, okay, genau. Gut. Paul, du bist in erster Linie für mich ein Starfotograf. Du hast die Fotos gemacht, die mich in meiner Jugend am meisten bewegt haben. Rio 2014. Erzähl mal jetzt uns und unseren Zuschauern, was machst du beruflich? Was ist so dein Job?
Influencer, würde ich sagen. Ich finde es nicht so negativ, wie es manchmal da draußen ist. Ich erzähle meine Geschichte und mache irgendeinen Quatsch. Ja. Ein Pipi-Langstrumpf-Leben und was auch immer passiert, vermarkte ich dann ein bisschen und habe einen Podcast und habe einen Instagram-Account und habe einen Newsletter und dies und das und kann davon ganz gut leben. Ja. Weiter geht's! Wie heißt der US-amerikanische Mafia-Film aus dem Jahr 1972, in dem unter anderem Al Pacino und Marlon Brando mitspielten? Der Pate. Neben Korrekt oder Weg und Gefragt, Gejagt gibt es im deutschen Fernsehen eigentlich nur noch eine vergleichbare Quizshow. Wer wird Millionär? In welchem Jahr lief die erste Sendung? 1999 oder 2003? 99. Wie werden die sich in mannigfaltigen Formen und meist leuchtenden Farben herausbildenden Teile einer Pflanze genannt, die der Hervorbringung der Frucht und der Samen dienen? Blüte? Ja! Geh ich raus. Wie werden gefälschte Banknoten auch genannt? Blüten oder Knospen? Blüten. Wie wird das Umwandeln von Geldern illegaler Herkunft in offiziell registrierte Zahlungsmittel umgangssprachlich genannt? Geld waschen. Kann man schnell die Antwort. Ich mich aus. Eiskaffee. Riesenthema, Eiskaffee. Kann man super Geld waschen. Und wie wird nicht ordnungsgemäß versteuertes Geld genannt? Steuerhinterziehung. Hä? Hä? Schwarzgeld. Sag mal. Schwarzgeld. So. Ne? Wie sieht aus? Chiara, ich habe hier was gelesen und zwar, da werden wir drei dich wahrscheinlich für prügeln. Du hältst Alkohol für absoluten Quatsch. Ja! Jetzt erzähl mal ganz kurz, wieso? Das war Chiara! Erzähl mal. Ich bin jetzt 30 und ich habe einfach noch nie in meinem Leben getrunken. Noch ich nie? Ich habe einfach nie angefangen und deswegen vermisst man noch nichts. Das ist ja, das verstehe ich voll. Das heißt, du hast nie ein Bier angeboten bekommen oder? Angeboten bekommen sehr oft, aber ich habe es dann einfach nicht angenommen. Und wie ist es bei dir, Paul? Ich trinke. Aber ich habe noch nie einen Zug an einer Zigarette genommen. So, habe ich auch noch. Leben. Was hast du noch nie gemacht? Sex. Wie viele Mannschaften sind während der Viertelfinalspiele noch im Rennen um den Titel? Vier. Fuck. Acht. Hier ist Halbfinale. Ja, es tut mir leid, ich gucke nie Fußball. Fußball! Fußball! Ja, genau! Lecker! Yo! Bist du Fußballfan von einem Verein, den du grüßen möchtest? Leider nicht. Ich komme aus Heidelberg, da gibt's keinen Fußballverein. Da gibt's eine Riesendruckerei. Ja. Das weiß ich. Ja. Die Nummer 1 unter den Wildkatzen, wenn es um Geschwindigkeit geht, ist der Gepard. Wie schnell kann ein Gepard werden? Circa 120 km/h oder 190 km/h? Erstes. Ja! Wo beim Menschen befindet sich der Trapezmuskel? Am Rücken oder am Oberschenkel? Im Rücken. Aus welchem Land stammt der Formel-1-Rennfahrer Max Verstappen? Belgien oder Niederlande? Ja, ich dachte Belgien. Darf ich mal hier... Ist falsch? Warte ganz kurz, hier gibt es Einwand, Ricke! Max Verstappen kommt nicht aus Belgien, wenn ich das mal kurz sagen darf. So, also, was ist denn hier los? Ja, genau, so. Entschuldigung mal bitte. Also, nimm uns mit, Paul, wo kommt der her? Der hat Schwarzgeld bezahlt, an den Menschen, der hier oben das sagt. Der kommt aus Holland natürlich. Holland. Okay. Niederlanden. Also sorry, das geht zurück. Das geht zurück. Und damit hast du dann gibt's ein Leben. Da hätte ich jetzt gerne meine Frage. Und ein rotes Licht, bitte. Der ist für Holland Weltmeister geworden. Jetzt ist die Frage, er ist geboren in Belgien, für Holland Weltmeister. Also seine Nationalität ist holländisch. Anmerkung der Redaktion. Verstappen besitzt sowohl die belgische als auch die niederländische Staatsangehörigkeit. Gast hat immer recht, Dennis trinkt. Gemeine Frage. Ja. Wow. Ich trinke extra langsam. Die hast du quasi fürs Team getrunken, die Beschreibung. Ja. One for the Team, ja. Applaus für Dennis dafür. Sehr gut gemacht. Danke, Paul, dass du aufpasst. Nochmal. So, dass es so klatscht wie so Fußballer. In welchem europäischen Land liegt die Amalfiküste? Frankreich oder Italien? Italien.
Wer war vor Olaf Scholz der letzte deutsche männliche Bundeskanzler? Gerhard Schröder. Wer moderierte zuletzt die Live-Shows der 20. DSDS-Staffel? Lola Weipert. Laura von Torra. Monty. Okay. Ja. Laura von Torra hat's gemacht, ey! Nicht riechen. Ist es dein erster Short, Jan? Ja. Boah, das ist awesome. Ich finde das krass, ich kann gar nicht so in einem Zug trinken. Also ja, weil du es nicht gelernt hast. Ja, klar. Erzähl mal, du bist ja sehr sportlich, du trinkst oft isotonische Getränke. Das ist nicht isotonisch, das ist was... Was ist das? Salzig irgendwie, ja, das ist ne? Was ist das? Das ist ein Eintopf oder irgendwas. Oder eine, Chiara, du hast noch nie Star Wars gesehen? Ja. Ich bin nicht dein Vater. Ich bin dein Vater. Habt ihr das gesehen? Noch nie eine Sekunde geschaut. Ja, guck mal. Das Harry Potter noch nie eine Serie. Harry Potter! Nee. Nee, Lumos! Nee, jetzt muss ich Lumos sagen. Ja. Lumos! Ich mache jetzt den Zauberspruch, damit es einen neuen Shot gibt. Wir machen eine Stop-Motion-Technik. Ekel-Shot! Pekel-Pot! So! Nicht schlecht. Ja. Krass. Ich merke schon, dieses Video schafft es in die WhatsApp-Familiengruppe. Ja, definitiv. Weiter geht's. Wie viel ist 4 mal 25 plus 3? 103. Wie heißen die Gummischlappen, die ein wenig wie Fächer aussehen und die Taucher an den Füßen haben? Schwimmflossen. Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino und der Staat Vatikanstadt sind europäische, Zollfreigebiete oder Zwergstaaten. Zwergstaaten. Wer führte Regie bei dem Film Braveheart, bei dem Mel Gibson den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace spielt? Mel Gibson? Glück gehabt. Welcher dieser Begriffe beschreibt ein chemisches Element? Einsteinium oder Hawkingium? Das zweite, Hawkingium. Nein! Weil so Quatsch, Frank, immer das allererste. Denn wie viel ist das jetzt? Das ist mein dritter, ich bin raus. Der dritte? Ja, das ist mein zweieinhalbter. Jei, der Finger ist flott. Schnell Verabschiedung rein, komm. Rein in die Möhre. Liebe Freunde, ich bin wieder raus. Wie gesagt, auf Facebook folgt mir da. Da gibt es täglich wieder Gags und satirische Texte zum politischen Weltgeschehen. Folgt mir da bitte. Ich bin da wirklich messerscharf. Ja. Liebe Freunde, bis gleich. Ciao. Schon auch echt eklig, den Geschmack jetzt drin zu haben. Weiter geht's. Wie lang ist die chinesische Mauer? Rund 21.000 oder rund 31.000 Kilometer? Das erste. Wie heißt der Pilgerweg quer durch Europa, der in Santiago de Compostela in Spanien endet? Jakobsweg. Ah. 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 Der hätte deine Smartwatch, da könntest du gut gebrauchen. Da machst du deine 3000 Schritte. Ja. Jakobsweg, Jakobsmuscheln, was für dich, Paul? Ja, liebe ich. Jakobsmuscheln liebe ich sehr. Paul, du hast einen ganz bekannten Podcast. Ja. Dafür erstmal keinen Applaus. Danke sehr. Alle Wege führen nach Ruhm. Genau. Was passiert da in diesem Podcast? Erzähl mal bitte, nimm uns mit. Das war mit Joko am Anfang. Ja. Ja! Und der hatte dann keine Zeit mehr irgendwann. Und dann mache ich es seitdem alleine. Und ruf irgendjemand an, wenn ihr da mal ans Telefon gehen wollt. Wäre euer Weg zum Ruhm auch interessant. Ja, endlich mal, schlagen wir ihn nochmal ein. Das ist quasi, sind quasi Karrieretipps für Berufsjugendliche. Dann ruf lieber nicht an. Weiter geht's. Wie heißt der aktuelle Verteidigungsminister? Pistorius, oder? Ja. Joschka Fischer. Da rein damit in die Schnute. Ich Nase strahlt.
Ich glaube, du bist hier in der Schusslinie. Ja. Sei tapfer. Oh, ich zitter. Oh nein, das wird nicht. Das liegt an meiner Anwesenheit. Boah, okay. Gut, weiter jetzt. Mit James Mangold nimmt zum ersten Mal jemand anderes als Steven Spielberg im Regiestuhl des Indiana Jones Franchises Platz. Um den wievielten Teil der Reihe handelt es sich bei dem im Juni 2023 anlaufenden Film? Boah, muss ich echt raten? 8. Ah, hätte ich auch nicht das gewusst. Hätte jetzt irgendwie zwischen 3 und 25 alles sein können. Okay. San Francisco, ne? Lecker, das schmeckt lecker. Und? Ist er unten? Ja. Riesen Applaus für Chiara. Du darfst dich natürlich auch nochmal verabschieden mit deiner Kamera. Das ist deine. Hi. Folgt Paul bei Instagram und mir auch. Ja. Und damit sind Paul und ich im großen Finale und wir beide spielen entweder oder. Los geht's. Ich war schon mal Spieler bei Bayern München. Franck Ribéry. Korrekt. Cristiano Ronaldo. Nein. Thorsten Legat. Nein. Ailton. Nicht korrekt. Toni Kroos. Korrekt. Mats Hummels. Korrekt. Jens Jeremies. Korrekt. Lukas Podolski. Nicht korrekt. Fuck, natürlich. Das muss ich wissen. Warte, was machst du denn da? Geht bei dir ab. Das muss ich wissen. Ich glaube an dich, Paul. Riesenapplaus für Paul Rente! Und natürlich auch für Chiara! Ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gut. Toll, wirklich. Ja, toll. Platte, super. Ja. Und damit gewinne ich. Korrekt oder weg das? Bis mit Tisch. Ja, ich bin wieder da. Freut sich auf einige tolle Instagram-Posts von mir bezüglich dieses Siegs. Ich bin da mit dabei. Natürlich, Platte kommt mit dabei. Kommt mit in die Stories. Und ich freue mich sehr, mit euch hier am Tisch gesessen zu haben. War eine riesengroße Ehre. Ich werde dich weiterhin verfolgen. Und dich natürlich auch. Und dich werde ich blockieren auf allen möglichen Plattformen. Du bist ein riesengroßer Arschloch und ich hasse dich. Endlich. Wir kommen zur Endcard. Und zwar gibt es unten ein Video, oben ein Video von Einfach Fußball. Und zwar, wie ist es bei Bayern München zu spielen? Wenn ich mich mal reinziehen an deiner Stelle. Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt oder weg das? Tschüss. Mit Tisch. Tschüss. Ciao. Tschüss.